dass ihr wieder so einen Fehler nicht unterlaufen sollte, dass sie keine weitere Schwäche zeigen sollte, damit sie nicht zögert, irgendwie in den Kampf aufzubrechen. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Da, das Licht. Nein. Das passiert, wenn man zu langsam ist. Aber wir geben uns dennoch Mühe, irgendwie dahin zu gelangen. So, und klettern? Weiß auch gar nicht. Hast du da irgendwie Bauchschmerzen, deine Tage oder keine Ahnung was? Sie kann uns immer noch nicht in die Augen schauen. Man sagt ja, Menschen, die einem nicht in die Augen schauen können, verbergen etwas. Sie verbirgt die Dunkelheit in sich drin. Die Dunkelheit, die sie versucht zu bekämpfen. Ihre Ängste, die sie versucht zu bekämpfen. Ob sie jemals sich selbst besiegen kann? Bevor sie ihn zuerst kennengelernt hat, sie war nicht in einem guten Platz. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father Zinbal made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs, errands out in the Ogni Plains. That was her world, like this one, barren. And lonely. Ich gucke mich hier gerade nur ein bisschen um. Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Okay, wir kommen also wieder zu Kräften. Das ist doch schon mal etwas. Aber wenn wir jetzt wieder irgendwie kämpfen müssen, wir haben doch jetzt gar kein Schwert mehr. Also außer unser zerbrochenes Schwert. Das ist doch keine Waffe zum Kämpfen. Oder doch? Mutter. Wo ist die Butter? Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted. Like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go. Let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Das stimmt allerdings. Das Spiel ist so deep. Mit den Weisheiten bestimmt gefunden in irgendeinem Weisheitenbuch oder so, keine Ahnung. Nee, aber da sind halt schon immer wahre Dinge dran an sowas. So, wir könnten da lang gehen. Ich könnte aber hier vielleicht nochmal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Ja, aber Senua ist immer noch hier so völlig erschöpft. Aber nee, hier sind nur Felsen und Gedöns. Und an Gedöns komme ich nicht vorbei. An Felsen ist okay, aber an Gedöns, Aber was willst du machen? Was haben wir denn da für einen Baum? There he was. Where is the lone figure of a boy? He's there, under the tree. Salt lay under the shade of a tree. See him. There he is. Come on, you have to. She remembers the first time she saw Felix. And her young eyes moved as if dancing. And the world danced with him. The gloom. First time in years, she felt a ray of hope.
jetzt ja durch. Wie komme ich da hin? Ach, da ist ein Weg. Ne, da komme ich her, ne? Komm ich hierher? Komme ich hierher? Sieht so aus, als komme ich hierher. Dann gehen wir halt hier links lang. Hab das vorher gar nicht gesehen. Und die Musik dazu. Großartig. Und wieder die Dunkelheit, die sich hier überall fleckenmäßig breit macht. Und wir sollen... Sollen wir zum Baum? Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass da wieder irgendwelche Runen an der Tür sind. Was meistens ein gutes Zeichen ist von, hey Mensch, geh hier mal lang. Na, mal gucken. Oh. Hallo M. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him. So King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Ja, richtig so. Nicht? Naja, eher nicht, ne? Sehr, sehr glänzende Steine, muss man ja doch sagen. Die Sonnenreflexion auf den Stein ist hier teilweise schon sehr, sehr krass, aber das ist okay. Ja, ich habe ja auch mal eine Zeit lang hier halt irgendwie mit 3D-Grafiken und sowas gearbeitet. Und halt auch mit Glanz gearbeitet und sowas. Da musste einfach alles glänzen. Alles sah besser aus, wenn es glänzte. Das war furchtbar. Es war im Nachhinein wirklich furchtbar. Okay. So, was haben wir denn hier? Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not mercy though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Okay. Wer sich wundert, ne, warum gehe ich dann manchmal hier zurück? Das liegt dann halt einfach, weil ich dann diesen Stein da weiter zuhören möchte. Und irgendwie zu weit entfernen, dann wird das halt zu leise. Das muss ja auch nicht sein. Aber nun gut. Schauen wir mal, wohin mich hier mein Weg noch so treibt. Ich weiß, hier geht es nicht unbedingt weiter. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Aber dennoch kann man hier lang gehen und vielleicht gibt es hier irgendwie, keine Ahnung was. Ach, hier bin ich hier. Ah, okay. Ein weiter Weg, um hier hinzukommen. Ah, okay. Gut, dann gehen wir mal den wahrscheinlich vorgedingsten Pfad hier weiter. Den vordefinierten. Jede Menge Schiffsrümpfe, die hier mal an Land gegangen sind. Alles nur vermodertes Holz. Stretch out to last forever. It's a trick, it's an illusion.
alle sagen, es ist nicht wahr. Boah. Muss man einfach mal sagen. Und da hinten der Baum. Die Musik ist auch absolut passend dazu. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and. You. Learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northman took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Verzweifelt sind wir weiterhin auf der Suche nach ihm. Ach, nichts lebt hier. Hier ist es auch gut, wenn hier nichts lebt. Ja, da muss ich nichts bekämpfen ohne Schwert, weißt du? Es hat doch alles seine Vorteile. Und da haben wir einen weiteren Stein. Auf einem, keine Ahnung, möchte gern Kiefer. Hallo. Mit diesem Stein kann ich noch nicht reden. Warum denn nicht? Dieser Stein ist nicht sehr gesprächig. Dann halt nicht. Aber vielleicht dieser. Gehen wir mal hin.